vor ausverkauftem Haus ging die Premiere des Jubiläumsprogramms des Neujahrsvarieté der OWAG über die Bühne. 3 Stunden stand die Kongresshalle im Zeichen von 38 Spitzenartisten aus 12 Ländern. Unter anderem Jeton, der Gentleman-Jongleur, die Goldgewinner des Weltzirkusfestivals in Paris, Duo Iroschnikow und die Artisten der Truppe Zukov mit ihrer Doppelschaukel. Die zahlreichen, international bekannten und ausgezeichneten Künstler machen das Neujahrsvarieté der OWAG aus. Seit 10 Jahren veranstaltet die OWAG jedes Jahr im Januar Shows in Bad Nauheim, Gießen und Wartenberg. Seit der ersten Show sahen 77.000 Besucher 110 Veranstaltungen und 233 Artisten aus 30 Nationen. Das Varieté entführte seine Gäste in eine Welt von Darbietungen voller Poesie, Tempo, Humor, Mut und artistischem Geschick. Gleich zu Beginn stand der spektakuläre Auftritt der Truppe Zukov auf dem Programm, die aus Platzgründen in der Kongresshalle den Abstand zwischen ihren Schaukeln um über 1 Meter verkürzten und somit ihren Auftritt neu einüben mussten. Doch dies war keinesfalls das Highlight des Abends. Das Duo Vilja aus Schweden verzauberte die Zuschauer mit der hohen Kunst des Verbiegens. Tosenden Beifall während ihres Auftritts ernteten die Brüder Iroschnikow aus Kiew, die mit technischer Perfektion und unglaublicher Leidenschaft ihre Hand-in-Hand-Partner-Akrobatik vorführten. Wer all das einmal miterleben möchte, kann ab sofort Karten für das Neujahrsvarieté 2013 erwerben.